Hello! Hello, yeah. Meine Monatsfavoriten, nee, nicht Monatsfavoriten, derzeitige Favoriten. Ich habe, glaube ich, seit 2 Monaten oder so kein Favoritenvideo gedreht. Daher möchte ich das mal wieder tun. Es hat sich nicht viel getan, leider. Aber ich habe ein paar Fragen an euch, beziehungsweise, ja, so schwirren ein, zwei Sachen in meinem Kopf, von denen ich hoffe, dass ihr mir da ein bisschen weiterhelfen könnt. Also, ich mache jetzt erstmal so den Krams und dann kommt meine Frage. Und zwar, ja, habe ich benutzt nach wie vor, weil ja auch viele neue Abonnenten dazukommen, die das alles noch nicht so kennen. Für die anderen ist es wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Gesichtspflege, meine Ultra-Sensitiv-Pflegecreme Jojoba von Alverde, das gibt es bei DM, habe ich weiterhin benutzt. Die benutze ich jetzt seit, boah, ich weiß gar nicht, einem Jahr oder so und ich komme damit sehr, sehr gut zurecht. Kann ich nur weiterempfehlen. Als Augencreme benutze ich die Linola Gesicht mit Wert für bla bla bla, für trockene Haut. Das ist jetzt meine zweite Tube. Die erste habe ich komplett leer gemacht und die hat echt lang gehalten. Dann habe ich das Augencreme-Video gedreht. Ist auch schon bestimmt ein halbes Jahr her oder so, dass ich die habe. Ja gut, vielleicht nicht ein halbes. Dann wird das gewesen sein, so im Februar, März. Ja, so um den Dreh und habe mir jetzt erst die zweite Tube gekauft. Mag ich nach wie vor sehr gerne. Dann habe ich mir neu geholt. Beziehungsweise hatte ich das schon mal und jetzt ist es wieder ein Favorit von mir geworden. Die Balea Soft and Clear, das Balea Soft and Clear antibakterielles Gesichtswasser. Mag ich sehr, sehr gerne. Mit Salicylsäure und Zink. Waschgel immer noch das Bepanthol. Also wie gesagt, ich ändere da nicht ganz so viel immer, weil es auch für die Haut nicht ganz so gut ist, da alle 3 Tage was Neues auszuprobieren. Momentan, selbstbräunertechnisch, habe ich mir wieder den Saint-Tropez geholt. Ja, sieht schon ein bisschen schmuddelig aus. Ja, was noch? Als Primer fürs Gesicht, also nur für meine Wangen, weil ich hier so extrem große Poren habe, den L'Oréal Studio Secrets Concealer habe ich benutzt. Ja, sie sieht auch dementsprechend aus. Oh, ich weiß nicht, den habe ich bei der Muska aus dem Shop. Den hat sie mir geschickt zum Testen. Ich weiß überhaupt nicht, von welcher Marke der ist, wie der heißt oder sonst was. Er ist gut, also diese beiden Farben, die benutze ich, die mit den beiden kann ich nichts anfangen. Aber mir gefällt einfach inzwischen nicht mehr dieses System mit dem Finger rein und so. Und gut, man könnte ein Wattestäbchen nehmen. Also mir gefällt der Touche Magique von L'Oréal nach wie vor besser. Nur er ist natürlich auch teuer. Was kostet der? 11 Euro. Ich glaube, der hier ist nicht so teuer. Ich werde jetzt den hier erstmal zu Ende benutzen. Ich habe den jetzt den ganzen Monat benutzt. Ich werde den jetzt auch leer machen. Daher kommt er in meiner Favoriten, weil ich den als einzigen Concealer benutzt habe. Wie gesagt, mir gefällt die Konsistenz und die Farbe alles wunderbar. Nur das halt mit dem. Deshalb habe ich auch die Alverde Camouflage irgendwann dann zur Seite gelegt, weil. Wobei das bei dem Touche Magique auch doof ist. Das aus diesen Pinselchen rauszudrehen und dann geht man immer mit dem gleichen Pinsel ins Gesicht. Das ist irgendwie alles nicht so das Wahre. Ich weiß nicht. Puder, wie auch im letzten Video, das, wie heißt denn das? Essence Mattifying Compact Powder in der Farbe 07 Translucent. Habe ich benutzt. Dann Wimpern habe ich getuscht mit Essence Multi-Action Smoky Eyes mit der orangenen. Hatte ich ja im letzten Video gezeigt. Die finde ich ganz gut. Lippentechnisch habe ich diesen Monat, bin ich zu Art Deco, Back to the Roots, den habe ich früher immer benutzt und jetzt habe ich mir den wiedergeholt und bin damit total zufrieden zurzeit. Oh, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, das sind diese länglichen. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen bei Art Deco, die haben so ein. Steht da was? Nein. Auf jeden Fall ist das die Nummer 40 und der sieht so aus, ist auch so ein rosa Nude. Ich habe heute drauf. Mag ich im Moment sehr gerne. Mit Mist kann ich einfach seit ein paar Monaten nichts mehr anfangen. Ich weiß auch nicht. Das ist echt schade. Ich habe es neulich mal wieder probiert, aber der ist mir irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das früher gemacht habe, aber inzwischen ist der mir einfach zu trocken von der Konsistenz. Das gefällt mir einfach nicht. Und ja, dann fürs Gesicht natürlich den Bronzer. Das ist auch so meine Make-up-Base sozusagen und danach nur Puder. Jetzt komme ich zu meiner Frage. Ich war bei Rossmann und die Verkäuferin an der Kasse, als sie dann kassiert hatte, hatte einen super schönen Teint. Und ich habe sie dann gefragt, was sie denn benutzt. Ich bin dann ja auch so und frage dann einfach nach. Ah, hier ist jemand, okay. Und sie sagte mir, dass sie das
Chanel Matte Lumiere Make-up benutzt und oder sowas. Ja, genau, Matte Lumiere heißt das. Und sie hatte echt so einen schönen Teint. Dann habe ich mich ein bisschen erkundigt und das kostet irgendwie 43 Euro oder so. Und ich weiß nicht, dafür, dass ich mit Foundation bis jetzt so schlechte Erfahrungen gemacht habe, bin ich irgendwie so ein bisschen... Kennt ihr aus dem Drogeriebereich ein günstiges, ähnliches? Ich hatte mir das Powder Matte Make-up geholt, aber das gefällt mir dann auch vom Finish nicht. Die werden alle irgendwie so... Kennt ihr aus dem Drogeriebereich ein gutes, was keine Pickel verursacht, wo die Haut nicht irgendwie... Ja, was einfach... so ähnlich diesen gleichen Effekt hat wie dieses Matte Lumiere. Ich würde das gerne mal, also ich weiß nicht, 43 Euro, das ist mir zu teuer, das mache ich nicht. Und dann habe ich noch eine Frage, das wird jetzt aber, das ist aber eine komische Frage. Und zwar habe ich in meiner Jugend immer liebend gerne diese Serie geguckt, Saint-Tropez. Der ein oder andere von euch wird die vielleicht kennen, die meisten aber denke ich nicht. Die lief früher auf Vox um 15 Uhr und es gibt ungefähr 480 Folgen davon. Das Problem ist, auf DVD gibt es nur die ersten beiden Staffeln, was so traurig ist, weil das wirklich meine absolute Lieblingsserie war und ich so, so gerne irgendwie, ja, weiß jemand, wo man das bekommt auf Deutsch, sei es auch von mir aus auf Kassette oder sonst was, das ist die beste Serie der Welt, wenn die irgendwer von euch kennt oder wenn irgendwer von euch, die aus irgendeinem Grund auf DVD hat, weiß ich, Staffel 3, 4, 5, 6 oder so, bitte, bitte melden. Oder wenn es bei eBay oder so die Möglichkeit gibt, das zu beziehen. Es gibt also, ich habe wirklich alles abgeklappert. eBay, ich war bei Saturn, ich war bei Mediamarkt und da gibt es halt immer nur die ersten beiden Staffeln und soweit ich weiß, wurden die auch gar nicht rausgebracht. Also das wurde auch gar, die wurden auch gar nicht... auf DVD rausgebracht, die weiteren Staffeln. Aber vielleicht hat jemand von euch ja irgendwie die mal selber aufgenommen oder so und ist jetzt kurz davor, das wegzuschmeißen. Also ist jetzt ein bisschen doof, aber das interessiert mich total. Also wenn jemand von euch mir da weiterhelfen könnte, wäre ich super dankbar. Ja, das waren meine Favoriten. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag bei diesem Wetter. Ich freue mich in den Regen raus, kriege ich wieder Locken. Sehr geil. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!